So, willkommen zu einem weiteren Video aus der Optik und ich möchte jetzt versuchen, die Formel, die für die Brechung, die optische Brechung an einer sphärischen Oberfläche geschieht, diese Formel herzuleiten. Die Formel führt dann am Schluss, wenn man Linsen ins Spiel bringt, zur zweiten Abbildungsgleichung. Ich möchte aber jetzt nur mal eine Oberfläche betrachten, für diese Oberfläche das Brechungsgesetz anwenden und schauen, wie denn die Gegenstandsweiten und die Bildweiten zusammenhängen mit dem Material hier und auch mit der Krümmung des Materials. Es ist, man kann sich das ein bisschen mit einem Laserstrahl überlegen, dass wenn da ein Laserstrahl kommt, dann wird ja hier an der Oberfläche zunächst mal die Brechung wirksam. Das heißt, der Strahl geht ein bisschen weiter nach unten nachher. Ich möchte also hier jetzt nicht wieder Luft haben, sondern ich möchte für das zukünftige hier einfach annehmen, das geht hier mit Plexiglas oder mit dem dichteren Medium weiter. Wenn ich da von der Seite komme, dann sieht man auch, dass der Strahl dann nachher hier, wenn er kommt, etwas wieder nach unten abgelenkt wird. Das sieht man bei kleinen Krümmungsradien besser. Deshalb will ich hier mal eine kleinere Kugel so nehmen. Wenn man da jetzt also mit dem Strahl kommt, zum Beispiel von diesem Ort aus, flach reinkommt, dann geht er wieder nach unten und wird dann hier, wenn das geradeaus weitergeht, hier irgendwo wieder die optische Achse treffen. Wenn der Strahl parallel läuft, dann wissen wir, das führt nahe zum Brennpunkt hier. Der ist übrigens außerhalb der Kugel bei diesem Brechungsindex. Sehen. Aber jetzt möchte ich also von einem Punkt hier auf der optischen Achse ausgehen und von dem Punkt aus den Strahl zeichnen. Und also die Sache etwas deutlicher zu machen, nehme ich hier einen Zirkel, sowas wie ein Zirkel hier, zeichne mal eine Oberfläche. So. Wie gesagt, ich will das jetzt hier mit einem Strahl kommen, der irgendwo hier von einem Punkt auf der optischen Achse startet. Dieser Strahl geht nachher da irgendwo auf diese Oberfläche. Den Strahl rasch einzeichnen. Und wir müssen nachher dann eigentlich voraussetzen, dass der Strahl sehr flach kommt. Weil wir machen ein paar ziemlich drastische Näherungen, die dann nicht mehr stimmen, wenn wir da weit außerhalb sind. Aber damit die Konstruktion klarer wird und vor allem auch, dass danach gesehen wird, wo die Näherungen oder die Fehler passieren, möchte ich das jetzt ein wenig übertreiben. Also viel mehr als die üblichen 5 Grad, vielleicht, die man da zulässt bei der paraxialen Optik. Jetzt hat ja diese Oberfläche, auch eine sphärische Oberfläche, hat hier irgendwo einen Mittelpunkt. Kann man hier alle sehen. Und vom Auftreffpunkt des Strahls zum Mittelpunkt zeichnen wir da mal das Lot. Das brauchen wir nachher. So. Und jetzt geht der Strahl nicht zum Mittelpunkt hier natürlich weiter, sondern geht danach irgendwie so weiter zu einem zweiten Punkt, der diesem Punkt entspricht, also dem Bildpunkt auf der optischen Achse. Irgendwo vielleicht dann hier. So. Gut, jetzt haben wir hier den Scheitelpunkt der Oberfläche. Da haben wir den Brechungsindex N' innerhalb. Außerhalb haben wir den Brechungsindex N. Das kann zum Beispiel auch 1 sein. Was wir sicher wissen ist, dass das Brechungsgesetz gilt. Also wir können sagen, dass jetzt vom Lot aus gemessen die zwei Winkel hier der Brechung, dem Brechungsgesetz folgen, das wir auch schon mehrfaches benutzt haben, zum Beispiel beim Fermatschen. Im Prinzip kann man das sehen. Wir nennen den Winkel außerhalb Epsilon und den Winkel innerhalb Epsilon Strich. Wir wollen aber jetzt also das Brechungsgesetz verwenden, um eigentlich einen Zusammenhang zwischen diesen Distanzen hier zu finden, nämlich eine Distanz zwischen dem Gegenstand und dem Scheitel der Linse und zwischen dem Bild und dem Scheitel der Linse. Diese Distanzen könnte man G und B nennen, wie man das in der einfachen Optik macht, oder wie wir das jetzt machen wollen, A' und A, also A für die Dingweite, das ist der Abstand vom Ding oder Gegenstand bis zum Scheitel hier. Wir wollen das da
So, dieser Abstand hier nennen wir A. Und dann ist ja in diesen etwas ausführlicheren Optik-Fragen immer das Vorzeichen relativ wichtig. Wir gehen bei diesen Abbildungen normalerweise davon aus, dass wenn eine Distanz entgegen der Lichtrichtung gemessen wird, dann ist sie negativ. Wenn sie mit der Lichtrichtung gemessen wird, ist sie positiv. Jetzt, wie gesagt, wir messen das vom Scheitel aus. Das heißt, wir haben dann hier wiederum eine zweite solche Strecke, die dann positiv gezählt wird. Das wäre die Strecke A'. Gut, jetzt müssen wir da ein paar Dreiecke uns mal genauer anschauen, die dann mit diesen Winkeln zusammenhängen. Was wir sicher auch noch brauchen, ist diese Höhe hier, Höhe H, senkrecht auf der optischen Achse. Diesen Punkt brauchen wir, sehr wichtig. Nach oben zählen wir positiv, also ist ein positiver Wert, jetzt dann für unsere Überlegungen. Und was wir auch brauchen, ist der Radius der ersten Fläche. Jetzt die erste Fläche ist diese hier, wo das Licht drauf kommt. Da wird der Radius nach rechts gezählt, ist das dann auch positiv in Richtung des Lichtes. Macht da vielleicht ein Plus jeweils dazu, damit man damit klar ist, wie die Zahlen eingesetzt werden, wenn man die Distanz hier nimmt. Und hier haben wir gesagt, wenn wir diese Distanz hier nehmen, dann muss die als Zahl negativ eingesetzt werden in den Gleichungen nachher. Und hier, diese Zahl ist dann positiv einzusetzen, weil wir da nach rechts in Lichtrichtung messen. Gut. Jetzt suchen wir also einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Strecken hier, Gegenstandsweite und Bildweite, und dem Krümmungsradius der Linse und den beiden Brechungsindizes. Diesen Zusammenhang, den ich jetzt kurz herleiten werde, führt dann zu einer Formel, die ich jetzt schon angeben möchte, nämlich N' durch A' ist gleich N durch A plus N' minus N durch R. Also sehen, dass die Brechungsindizes eine Rolle spielen. Hier beim Radius vor allem der Unterschied der beiden Brechungsindizes. Wir sehen auch, dass die Bildweite hier und die Gegenstandsweite eingehen, das ist klar. Und R auch. Man nennt dann normalerweise, dass da die Brechkraft der Oberfläche, groß D, in Dioptrien dann ausgedrückt, das hier ist ein Ausdruck, den man dann mit A abkürzt, Divergenz 1 durch A mal N, und diesen Ausdruck kann man dann A' nennen. Dann könnte man die Gleichung so schreiben, oder weil das ja mit dem Bild zu tun hat, A' ist ja da, schreibt man dafür oft auch groß B. Also nicht die Bildgröße, sondern einfach dieser Ausdruck N' durch A' ist groß B. Und dann haben wir die Formel in der Variante, wo sie auch Gaußsche Formel genannt wird, B gleich A plus D, die BAD oder die BAD-Formel. Das ist aber erst dann nach einigen Zwischenschritten, und wir werden auch gleich sehen, wo dann die Formel die Ungenauigkeiten bekommt. Das ist also eine Formel, die nur in der Nähe was für kleine Winkel gilt und für große Radien. Und die Ungenauigkeiten, die in der Formel noch drinstecken, werden wir jetzt gleich sehen bei der Herleitung. Wir wollen also jetzt das Brechungsgesetz verwenden. Das vielleicht auf ein anderes Blatt machen. Das Brechungsgesetz sagt also, wenn wir das wissen, entweder, also wir haben das Brechungsgesetz kennengelernt in der Form Sinus Epsilon durch Sinus Epsilon Strich ist gleich N Strich durch N. Das war die Herleitung, die wir gemacht haben, oder die Erklärung, die wir gemacht haben, auf einem anderen Video. Also die zwei Winkel hier hängen so mit den Brechungsindizes zusammen. Jetzt, wenn wir das in der Näherung, die ich besprochen habe, anschauen, dann ist es so, dass ein Sinus von einem Winkel praktisch gleich groß ist wie der Winkel selbst, oder praktisch gleich groß ist wie der Tangens des Winkels. Das hat damit zu tun, wenn wir den Winkel im Bogenmaß angeben, dass ja ein Winkel im Bogenmaß immer abgelesen werden kann
zum Beispiel im Einheitskreis, als wenn das 1 wäre, Entschuldigung, ja, dann kann man sagen, dass der Winkel im Bogenmaß diese Strecke hier ist, im Einheitskreis. Der Winkel, der Sinus des Winkels, ist diese Strecke hier. Und der Tangens des Winkels ist diese Strecke hier. Und der Winkel, wie gesagt, im Bogenmaß ist das Grüne. Wir sehen hier schon, wenn der Winkel klein wird, dann ist der orange, der grüne und der rote Strich praktisch gleich lang. Wir können deshalb sagen, dass diese Näherung Sinus Epsilon ist ungefähr gleich Epsilon eine gute Näherung ist bei kleinen Winkeln. Wenn wir das hier einsetzen, können wir sagen, das ist das, ungefähr das gleiche wie Epsilon durch Epsilon Strich. Das Brechungsgesetz in dieser paraxialen Näherung, wie man sagt, nahe bei der Achse und bei kleinen Winkeln, sieht dann so aus. Wir lösen das mal nach Epsilon Strich auf. Dann erhalten wir, und auf beiden Seiten mit Epsilon Strich multiplizieren, Epsilon Strich ist gleich Epsilon. Und da muss ich hier das N und das N' da hinüber multiplizieren, also mal N durch N'. So, jetzt haben wir das Brechungsgesetz in einer Variante, die wir nachher noch etwas besser brauchen können. Jetzt schauen wir uns mal die beiden Winkel an, also Epsilon und Epsilon', hier in diesen Dreiecken. Zuerst vielleicht Epsilon'. Wir sehen, Epsilon' ist eigentlich ein Winkel in diesem Dreieck hier drin. Von diesem Dreieck kennen wir eigentlich nichts. Wir haben hier einen Winkel, der dazugehört, und hier einen Winkel, der dazugehört. Das heißt, wir sollten jetzt diese Winkel auch noch bezeichnen, weil wir die nachher auch brauchen. Ich nenne mal diesen Winkel hier, der da auftritt, Chi, ein griechisches großes X, oder? Dieser Winkel Chi zähle ich in diese Richtung positiv. Das ist Chi, ein großes griechisches X. Weiter möchte ich diesen Winkel hier nehmen, der zwischen dem Radiostrahl hat, der zum Auftreffpunkt geht, und der optischen Achse. Diesen Winkel nennen wir Phi, auch wieder ein griechisches Symbol, ein kleines F. Auch der ist in der Richtung positiv. Die Zahl wird positiv, wenn ich das so messe. Und da kann ich sagen, in diesem Dreieck hier ist die Innenwinkelsumme sicher 180 Grad. Das heißt, der Winkel plus der Winkel da im Innenbereich, die müssen zusammen 180 Grad geben. Schreiben wir das mal auf, und zwar inklusive die Vorzeichen. Als Innenwinkelsumme in dem Dreieck, das ich da ein bisschen schraffiere jetzt vielleicht, muss 180 Grad geben. Somit erhalten wir dann also dieser Winkel Chi plus der Winkel Epsilon Strich, immer im Umlaufsinn so positiv gemessen, wie der Pfeiler halt anzeigt, also plus Epsilon Strich plus, jetzt muss ich da sagen, dieser Winkel da drin ist ja 180 Grad minus Phi. Also plus 180 Grad minus Phi, das gibt zusammen gerade 180 Grad wegen der Innenwinkelsumme im Dreieck. Jetzt können wir da 180 Grad auf beiden Seiten wegsubtrahieren und nach Epsilon Strich auflösen. Also Epsilon Strich ist dann gleich Phi auf die andere Seite, das wird plus Phi minus Chi. Epsilon Strich ist dann gleich Phi minus Chi. Also die Differenz dieser beiden Winkel hier ist gerade Epsilon Strich. Das hätten Sie wahrscheinlich auch einfach sehen können, aber das ist jetzt die saubere Herleitung. Auch für Epsilon wollen wir eine solche Beziehung aufstellen. Wir brauchen dazu auch wieder einen Winkel. Wir nehmen da diesen Winkel hier noch dazu. Der soll auch gemessen werden, und zwar hier auf der linken Seite wollen wir diesen Winkel hier als negative Zahl verwenden. Das heißt, wir haben hier diesen Winkel, und wenn wir da jetzt Epsilon anschauen, dann müssen wir uns diesen Winkel Epsilon in diesem Dreieck hier anschauen.
also wo auch das Phi vorkommt. Ich will das mal etwas anders schraffieren. So. Diesen Dreieck hier sehen wir uns den Winkel Epsilon an. Wir machen da genau das gleiche wie vorher, nämlich die Innenwinkelsumme. Da haben wir mal den Winkel Phi hier. Dann kommt dieser Winkel hinzu, weil der aber negativ gezählt wird, ist er danach negativ zu nehmen. Und dann haben wir den Winkel hier, der ist gerade 180 Grad minus Epsilon. Das heißt, in diesem zweiten Dreieck können wir schreiben, dass Phi minus Psi plus 180 Grad minus Epsilon gerade 180 Grad sein müssen. Wir können wiederum wie vorher 180 Grad wegsubtrahieren auf beiden Seiten und erhalte jetzt eine Gleichung für Epsilon, nämlich Epsilon ist gleich Phi minus Psi, oder wenn ich das links und rechts noch vertausche, schreibe ich das so, Epsilon ist gleich Phi minus Psi. So. Jetzt habe ich beide Winkel, die bei der Brechung eine Rolle spielen, ersetzt durch Winkel, die da unten vorkommen. Okay, und jetzt wollen wir mit diesen Winkeln noch etwas weiteres machen, nämlich uns mal hier überlegen, wie man denn die Winkel in diesen Dreiecken sonst noch berechnen kann. Wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel der Winkel Psi hier auch der Winkel ist, der in diesem Dreieck hier zu dieser Gegenkathete und dieser Ankathete führt. Das heißt, ich kann sagen, dass der Winkel Psi gleich groß ist, wie, nun, wir haben gesagt, eigentlich müsste man sagen, der Tangens, also der Tangens von Psi wäre Gegenkathete durch Ankathete. Wir wollen in der paraxialen Näherung wiederum sagen, dass der Tangens praktisch gleich groß ist wie der Winkel selbst. Deshalb schreiben wir hier statt Tangens Psi einfach Psi und das wird nachher H durch A. Und da haben wir gesagt, es wird negativ gezählt, deshalb wird auch der Winkel Psi dann negativ, wenn wir das so wollen. Und jetzt haben Sie vielleicht beobachtet, ich bin jetzt da nicht eigentlich da bis da an den Fußpunkt dieser Gegenkathete gegangen, wie man es hätte machen müssen, sondern ich habe auch da diese paraxiale Näherung gemacht und gesagt, ich nehme jetzt statt dieser Strecke nur die Strecke. Ich will ja am Schluss etwas haben mit A. Das heißt, wenn dieser Radius sehr, sehr groß ist, ist wirklich diese Differenz da praktisch null. Wir können deshalb sagen, dass das Psi wirklich recht gut angenähert wird durch den Ausdruck H durch A. Müssen wir aufpassen, dass man das noch sieht. Genauso kann ich auf der Seite hier die gleichen Näherungen machen. Ich kann nämlich sagen, dass Chi hier auch Teil eines solchen Dreiecks ist, was unten an der Ankathete praktisch A' hat und das Gegenkathete auch wieder H hat. Also ich kann mit der genau gleichen Berechtigung auch sagen, dass Chi ist gleich groß wie H durch A'. So, und dann wollen wir den Winkel Phi noch nehmen. Der Winkel Phi, den wir da ja auch eingeführt hatten, den kann ich jetzt schreiben, das ist praktisch gleich groß wie Sinus Phi und Sinus Phi wäre H plus durch R, also H durch R. Das heißt, auch da darf ich sagen, das ist praktisch das gleiche wie H durch R. Also Sinus Phi ist praktisch gleich wie Phi, also kann ich hier schreiben H durch R. Das sind, wie gesagt, Näherungen, die immer besser werden, je näher ich da bei der optischen Achse bleibe, je kleiner der Winkel ist, je größer auch der Krümmungsradius der Linse ist. Und wir schauen jetzt im Moment vor allem eben solche Strahlen an. Die Strahlen, die dann wirklich auftreten, wenn man die jetzt weiter durchrechnet, führen dann zu Abweichungen, zum Beispiel der sphärischen Aberration, die man dann an einem anderen Ort vielleicht als Video auch wieder findet. So, jetzt können wir hier zurückgehen in unsere Gleichung für die Brechung, die ja da oben gilt. Jetzt müssen wir einfach das Epsilon Strich ersetzen, das Epsilon ersetzen durch diese Ausdrücke. Also zuerst das Epsilon Strich. Da steht es jetzt Phi minus Chi. Indem ich das Epsilon Strich hier ersetzt habe, so wie es da steht. Und das
Dann durch einen Strich lassen wir. Und das Epsilon hier ersetzen wir durch dieses Epsilon, ersetzen wir durch das hier, Phi minus Psi. Also haben wir hier dann Phi minus Psi als Ausdruck. So. Und jetzt können wir uns auf diese Sachen hier konzentrieren, die wir da kennengelernt haben. Wir haben Phi, Psi und Chi haben wir bereits ausgerechnet, wie man das mit H und A ausdrückt und so weiter. Phi nämlich ist H durch R. Chi ist H durch A'. Das heißt, wir haben hier H durch R minus H durch A' ist gleich N durch N' mal ist wiederum Phi, das haben wir schon mal gehabt, H durch R, aber jetzt eben multipliziert mit diesem Quotient der Brechungsindizes, minus, und das Psi hier haben wir H durch A. So, jetzt sieht man, dass hier überall, da, da und auch in diesen beiden Summanden das H vorkommt, also die Höhe, wo der Strahl diese Linse trifft. Dank dem, dass das überall vorkommt, kann ich das auch rausdividieren. Das heißt, wir haben dann das H hier nicht mehr. Und die Formel, die eigentlich bereits dieser gesuchten Formel da unten entspricht, wir müssen sie nur ein klein wenig umformen, lautet jetzt also 1 durch R minus 1 durch A' ist gleich N durch N' mal 1 durch R minus 1 durch A. So. Jetzt multipliziere ich noch die Gleichung. Ich muss jetzt nur noch das anpassen, dass es dann das herauskommt. Dazu multipliziere ich die Gleichung auf beiden Seiten mit N'. Erhalte dann N' durch R minus N' durch A' ist gleich. Da fliegt das hier ja raus, das N', dann steht hier nur noch N mal diese Klammer und das kann ich ausklammern, also die Klammer ausrechnen, da steht hier N durch R minus N durch A. Und jetzt nehme ich das hier auf die linke, auf die rechte Seite, oder ja, ich drehe vielleicht das Vorzeichen überall, damit das einfacher wird. Ich mache also hier minus, plus, minus, plus, damit habe ich links und rechts mit minus 1 multipliziert. Und erhalte hier also N' durch A' ist gleich N durch A plus, wenn es auf die andere Seite kommt, N' durch R minus N durch R. Das kann ich auf eine, weil das gleichnamig ist, zusammennehmen. Dann steht hier also N durch A plus N' minus N durch R. Das ist der Zusammenhang der Form, wie man ihn meistens kennt. Wir sehen, das nochmal vergleichen. N' durch A' ist gleich N durch A plus N' minus N durch R. Damit haben wir diese Gauss-Formel hergeleitet. Und nochmals als Erinnerung, also es geht jetzt wirklich nur um eine brechende Oberfläche. Und der Zusammenhang zwischen der Gegenstandsweite und der Bildweite. Wir können uns mit dieser Gauss-Formel noch kurz überlegen, was denn passiert, wenn das Licht von links parallel zur optischen Achse einfällt, sodass also das A hier, die Gegenstandsweite, unendlich groß wird. In so einem Fall wird das Licht ja gesammelt in einem Punkt. Dieser Punkt, das haben wir vorher schon mit dem Laser kurz gesehen, der liegt dann irgendwo auf der optischen Achse. Wenn das jetzt hier weitergehen würde, also nicht wieder Luft kommt, ist dieser Punkt ungefähr da. Und man nennt ja diesen Punkt auch Brennpunkt, weil das Licht ja dann da fokussiert wird und eine ziemlich große Energiedichte eventuell hier entsteht, sodass dann auch etwas anfangen kann zu brennen.
Die kleine Umformung für diese Brennpunktdistanz ist einfach. Ich muss einfach schauen, was passiert, wenn ich jetzt da eben für das A unendlich einsetze, eine große Zahl einsetze. Also das hier soll jetzt sehr, sehr groß werden. Wenn A gegen unendlich geht, oder man muss eigentlich sagen minus unendlich, aber das spielt in dem Fall keine Rolle. Dann erhalten wir es in der Formel hier. N, diese Zahl N, die endlich ist, irgendwie 1,5 oder so, durch eine riesig große Zahl, negative riesig große Zahl, das heißt irgendwie 1,5 durch minus 100.000, das ist praktisch 0. Das heißt, dann wird dieses Groß A wird dann geht dann gegen 0. Dieser Ausdruck, dieser Summand ist dann 0. Wir haben nur noch das hier. N' durch A' ist gleich N' minus N durch R. Oder D haben wir das auch genannt. Das A' ist dann, wie gesagt, die Brennweite auf der Bildseite. Also A' nennen wir dann nicht mehr allgemein A', sondern eben F'. Und dann haben wir eine Formel für F'. F', wenn wir das auf die rechte Seite nehmen, ist nach gleich N' durch D. So kann man das schreiben. Oder ja, D ist gleich, die Brechkraft ist nach gleich N' durch F'. Gut, also das wäre dann ein Punkt, der irgendwo etwas weiter rechts liegt als dieser Bild, also etwas weiter links wird als dieser Bildpunkt. Irgendwo da. Wenn wir jetzt noch das R einsetzen würden hier für das D, oder dann können wir auch sagen, das ist das gleiche wie N' durch N' minus N mal R. Also normalerweise ist F' dann größer wie R. Weil diese Zahl hier, der Nenner hier ist kleiner als der Zähler, das heißt, das wird eine Zahl, die größer als 1 wird. Gut.